Knut war ein armer Junge. Er hatte weder Vater noch Mutter und wohnte in einer kleinen Hütte am Strande bei seiner Tante in Perlebank. Er besaß ein Hemd, eine Jacke, eine Hose und eine Mütze. Mehr brauchte er für den Sommer auch nicht. Im Winter trug er wollene Strümpfe und Schuhe aus Birkenrinde. Er war gesund und allzeit vergnügt, was eine große Kunst ist, wenn man Hunger leidet. Die Tante spann Wolle und schickte Knut zu Herrn Petermanns großem Gut Osa, das eine Meile entfernt lag, um das Garn dort zu verkaufen. War der Erlös aus dem Garn besonders gut, so gab es dann und wann einmal saure Milch. Kartoffeln lieferte ihnen ein kleiner Acker bei der Hütte, der so groß war wie der Fußboden einer Kammer. Knuts kleiner Magen schrie oft nach mehr, aber trotzdem war er immer vergnügt. Eines Morgens saß er hungrig am Strand von Perlebank und suchte sich gelbe Steinchen, die aussahen wie warme gekochte Kartoffeln. Lachend warf er sie wieder fort. Da entdeckte er etwas am Strand. Es war eine kleine Rohrpfeife, wie sie die Kinder zu ihrem Vergnügen schneiden. Knut versuchte zu pfeifen. Und siehe, sie gab richtige Töne von sich. Drei Töne konnte man ihr entlocken. Knut steckte die Pfeife beruhigt ein. Er stieg auf einen großen Stein und nahm sich vor, zu angeln. Doch kein Fisch wollte anbeißen. Das Meer lag spiegelblank, die Sonne schien und die Wogen kamen wie gläserne Berge ans Ufer. Eine von ihnen netzte Knuts nackte Füße und aus der Woge vernahm er ein Flüstern. Knut, hast du die Zauberflöte der Prinzessin gefunden? Man kann drei Töne darauf pfeifen. Um jemanden zum Einschlafen. Um jemanden zum Weinen und um jemanden zum Lachen zu bringen. Was sagst du? Das sei eine Zauberflöte? Geh nur. Ich habe die Flöte gefunden und will sie behalten. Die Woge rollte davon. Knut aber zog die Flöte aus der Tasche und betrachtete sie. Du kannst zaubern? He? Dann zaubere mir einen Fisch an die Angel. Los! Ich blase jetzt. Er hatte nicht lange geblasen, da erschien eine Blecke, ein Hecht und eine Rotzunge an der Wasseroberfläche. Sie lagen auf der Seite, als schliefen sie. Nach einer Weile war die ganze Wasserfläche mit Fischen bedeckt. Knut lief zur Hütte und holte einen Kessel. Als er zurückkam, war der Strand voller Möwen und Enten und Schwänen, die gierig schrien und die Fische verschlangen. Wartet! Ihr Diebe! Ich will euch jagen! Und Knut nahm Steine vom Ufer und warf nach den Vögeln. Da fiel ein Schuss aus dem nahen Röhricht. Und noch ein Schuss. Und noch einer. Die Vögel fielen nieder zwischen die Fische. Und die nicht getroffen wurden, stiebten davon. Drei Jäger näherten sich dem Strand, um die Beute einzuheimsen. Es waren Herr Petermann und zwei Freunde, die auf Vogeljagd ausgezogen waren. Hallo, Knut. Wie in aller Welt hast du so viele Vögel bei Perlebank versammelt? Ich spielte den Fischen auf meiner Flöte was vor und die Vögel wollten ihnen Gesellschaft leisten. Du bist ja ein außergewöhnlicher Spielmann. Da sollst du von heute an Knuts Belefink heißen. Meinetwegen. Mir ist schon recht. Schlecht siehst du heute aus. Mager wie eine Hopfenstange, Knuts Belefink. Wie sollte ich auch nicht? Seit gestern Mittag habe ich noch nichts zu essen gehabt. Dann komm heute nach Osa zum Dank dafür, dass wir durch dich diesen guten Fang haben. Aber komm nicht vor 4 Uhr, denn früher sind die Vögel nicht gerupft und gebraten. Herr Petermann und die Männer gingen mit den Vögeln davon. Und Knut rannte heim zur Tante. Na, Knut, hast du heute Fische gesehen? Gesehen habe ich genug. Aber die Vögel fraßen die Fische. Und Herr Petermann schoss die Vögel. Das ist schade, Knut. Denn wir haben zu Mittag nichts weiter als 2 Strömlinge, 4 Kartoffeln und ein halbes Brot. Das macht nichts, Tante. Esst ihr nur. Ich bin zum Mittag nach Osa eingeladen. Ich bringe euch ein Stück Käse in der Tasche mit. Geh aber nicht den Weg durch den Kikala-Wald. Dort hausen die Elfen und die 3 Zauberkönige. Der Bergkönig, der Schneekönig und der Waldkönig. Geh den Uferweg, der ist sicherer. Aber hüte dich vor der Meerfrau. Der Strandweg ist so lang und ich bin so hungrig, Tante. Na dann geh, wo du willst. Aber sieh dich vor. Knut ging fort.
Als er an den Wald kam, dachte er, ich wäre ein Narr, wenn ich mit hungrigem Magen 2 Meilen statt einer ginge. Und er nahm den Weg durch den Kikala-Wald. Er war noch nicht weit gekommen, da begann ihn zu frieren. Mitten im Wald erhob sich ein großer Schneeberg. Und das mitten im Sommer. Knut begann durch den Schnee zu waten und dachte ans Essen. Auf einmal plumpste er in ein tiefes Loch und fand sich in einem prächtigen Palast von schimmerndem Eis. Es war dort sternenklar und mondhell. Alle Säle waren mit Spiegeln von Eis geschmückt und der Boden mit Raufrostdiamanten bestreut. Schneemänner rutschten auf dem Boden dahin. Nur einer stand aufrecht. Ein langer, steifer Riese mit Eiszapfen im Haar und Eiszapfen im Bart. Er trug einen Rock von Windeis und Schuhe von gefrorenem Beerensaft. Sieh, guten Tag, Knut Spelevink. Wie schlecht siehst du aus? Wie sollte ich nicht? Seit gestern Mittag habe ich noch nichts gegessen. Ah, ich bin der Schneekönig. Ich will dich zu einem Eisklumpen machen. Oberschneemann, steck den Jungen 7-mal in eiskaltes Wasser. Hänge ihn auf und lass ihn gefrieren. Nein, warte! Bitte, gib mir erst ein Glas Eierbier. Gebt ihm gefrorenes Quecksilber und ein Glas Schüttelfrost, ehe ihr ihn eintaucht. Knut wollte ausreißen, aber es war schon zu spät. Der Oberschneemann nahm ihn beim Kragen und es wäre aus gewesen mit ihm. Wenn er nicht seine Flöte zu fassen bekommen hätte. Er begann sofort zu blasen. Und der Schneekönig begann zu lachen. Er lachte, dass die Eiszapfen ihm aus Haar und Bart fielen. Die Knie versagten ihm und schließlich sank das Haupt herunter und zerbrach in Stücke. Alle Schneemänner gingen vor Lachen zugrunde. Die Eisspiegel zersprangen in kleine Stücke und der ganze Schneeberg löste sich in ein Unwetter auf. Mitten im Unwetter bemerkte Knut, dass er sich auf dem Waldweg befand. Der Schnee wurde zu eilenden Bächen und es war wieder Sommer. Knut atmete auf und marschierte weiter.